Till von Christian Fürchtegott Gellert. Der Narr, dem oft weit minder Witz gefehlt als vielen, die ihn gern belachen, und der vielleicht, um andere klug zu machen, das Amt des Albernen gewählt. Wer kennt nicht Tills berühmten Namen? Till Eulenspiegel zog einmal mit andern über Berg und Tal. So oft als sie zu einem Berge kamen, ging Till an seinem Wanderstab den Berg ganz sacht und ganz betrübt hinab. Allein, wenn sie berganwärts stiegen, war Eulenspiegel voll Vergnügen. »Warum«, fing einer an, »gehst du bergan so froh, bergunter so betrübt?« »Ich bin«, sprach Till nun so, »wenn ich den Berg hinuntergehe, so denk ich narr schon an die Höhe, die folgen wird, und da vergeht mir denn der Scherz. Allein, wenn ich berganwärts gehe, so denk ich an das Tal, das folgt, und fass ein Herz. Willst du dich in dem Glück nicht ausgelassen freuen, im Unglück nicht unmäßig kränken, so lern so klug wie Eulenspiegel sein, im Unglück gern ans Glück, im Glück ans Unglück denken.